Wie genau sind solche Vorhersagen? Wie ernst ist das eigentlich zu nehmen? Und kannst du alles vorhersagen? Gibt es Grenzen? Es gibt natürlich Grenzen. Es ist nicht immer einfach, an Bilder zu kommen. Manchmal vermischt man auch Wissen, das man bereits hat, zu einer Situation mit intuitiven Bildern. Da können Vermischungen passieren. Es ist sicher zweifellos so, dass diese Information gut ist und hilfreich sein kann und auch heute noch sehr viel eingesetzt wird. Aber klar, es gibt Grenzen. Du hast das Beispiel Lotto-Nummern vorhin angesprochen. Das ist meines Erachtens nicht möglich. Ich kenne auch noch niemanden, der das gemacht hat oder der damit Erfolg hatte. Obwohl jeder sagt, er hat irgendwie schon mal von jemandem gehört, der das konnte, aber so richtig Namen nennen konnte noch keiner. Klar, es gibt Grenzen. Es gibt Remote-Viewer, die visualisieren sich die Rückseite des Mondes oder des Marses. Finde ich jetzt schwierig, weil man ja nicht weiß, wie das da hinten dann tatsächlich aussieht. Aber man kann sich auch mit ganz banalen Übungen testen, indem man versucht, eine Gegend zu beschreiben, die jemand anders kennt und oder davon ein Bild gemacht hat. Man versucht, das Bild zu beschreiben und dann vergleicht man die persönlichen Eindrücke mit dem, was auf dem Bild ist und dann sieht man ja relativ schnell, wie gut man war oder halt eben nicht. Hast du es denn mal versucht, an der Börse zu zocken oder so? Ich meine, selbst wenn du jetzt nicht genau die Lottozahlen vorhersagst, aber es muss doch irgendwie möglich sein, damit Geld zu verdienen an der Börse oder so. Ist es und das mache ich auch. Ich kann durch, und das kann man ja auf meiner Webseite lesen, ich mache immer wieder Analysen zu politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Und da nutze ich dann natürlich, wenn ich Schwankungen an der Börse sehe oder wenn ich politische Situationen so eintreffen sehe, wie ich es vorhergesehen habe, dann analysiere ich natürlich die lokale Wirtschaft und den lokalen Markt und was kann das für Auswirkungen haben, wo kann etwas sinken und wo kann etwas steigen. Und so kann man natürlich bei rechtzeitigem Einkaufen und Verkaufen Gewinne machen. Oder ich lese eine Wirtschaftsbörsenzeitung online, versuche intuitiv Titel zu spüren, die sich in der nächsten Zeit stark bewegen könnten. Und da funktioniert es auch relativ gut. Wobei, wir haben vorhin auch von der objektiven Distanz gesprochen, die nötig ist, um eben gut und seriös lesen zu können. Und in meiner Erfahrung ist das mit der Börse auch ein bisschen so. Das heißt, zum Beispiel für mich, ich habe gemerkt, wenn ich mehrere Titel innerhalb von kurzer Zeit kaufen und verkaufen möchte, dann kann eine gewisse, ich möchte nicht sagen Gier, aber doch Erwartung eintreten. Ich will noch mehr Geld verdienen und dann kann es in die Hosen gehen. Die Dollarzeichen in den Augen versperren die Sicht. Genau. Ja. Das heißt, ich halte mich dann zum Beispiel, wenn ich einen oder zwei Titel mit gutem Gewinn verkauft habe, ziehe ich mich aus Erfahrung dann zurück, mindestens 2-3 Wochen und warte, bis einfach meine innere Ausrichtung wieder neutral genug ist, dass ich mich da wieder hinwage. Aber doch, man kann sich schon mit einem, man kann sich einen schönen Nebenverdienst machen damit. Jeder hat das schon mal erlebt, dass er aufs Handy guckt und erwartet einen Anruf von der Mutter oder so und die ruft dann an. Ja, so, okay. Habe ich kurz hell gesehen, aber dann auf Kommando funktioniert es wieder nicht. Also wann kommt jetzt der Moment, wo man sagt, okay, ich bin jetzt nicht nur so ein bisschen medial veranlagt oder so ein bisschen intuitiv oder so, sondern ich bin wirklich von Beruf Hellseher. Wie bist du dazu geworden?